Eineinhalb Stunden sind im Duisburger Wedau-Stadion vorbei. Ewald Lien versucht seit 5 Minuten Amateur Manfred Thebeck einzuwechseln. Wie ein Gebärdendolmetscher steht er gestikulierend am Spielfeldrand. Zu diesem Zeitpunkt führt seine Mannschaft mit 2:1. Aber niemand erhört ihn. Ich wollte 3, 4, 5 Minuten lang vorher auswechseln. Vielleicht wäre die Situation dann gar nicht erst entstanden. Und der Schiedsrichter hat weiterspielen lassen. Das hat mich ein bisschen geärgert. Verständlich, denn statt der Spielunterbrechung passierte Folgendes. Scholl schießt für Bayern den Ausgleich. Die Geschichte dieses Spiels ist auch die Geschichte des Peter Kötzle, früher Jugendspieler beim FC Bayern. 3. Spielminute, der erste Eckball für die Duisburger. Steininger, Spielmacher Weidemann trifft Wohlert und dann Ferenc Schmidt. Alfred Neihüß, wieder Weidemann, Steininger und Peter Kötzle. Ewald Lienen, ein kurzer Blick auf den Zettel, es war Kötzle, auch nochmal aus Aumanns bedauernswerter Sicht. Er fliegt nach links, er fliegt nach rechts und dann wieder nach links und kommt sich vor wie eine Schießbude. Ewald Lienen protokolliert das Geschehen und Erich Ribbeck versucht sich die Fehler einzuprägen. Uwe Weidemann gegen Matthäus, ein hochinteressantes Duell mit Vorteilen für den Duisburger, der Pass zu Tarnat gegen Sternkopf, Hannes Reinmeier und Aumann. Ein groß aufspielender MSV, ein sehr gutes Spiel. Bayern nach 19 Minuten mit der ersten guten Szene. Wouters, Mehmet Scholl und Rollmann. 40 Sekunden später, Eckball Matthäus zu Wouters, das scheint eingeübt, Schmidt tritt kräftig ins Nichts und Tor, oder? Der Treffer gilt, trotz mancher Zweifel. Wiederholung aus der ersten Perspektive. Da scheint es, als habe Rollmann den Ball noch erwischt, bevor er mit vollem Durchmesser die Linie passiert. Da muss ich sagen, nach den Fernsehaufnahmen war der Ball nicht im Tor, aber der Linienrichter hat ja sofort auf Tor anerkannt. Er wird es normalerweise besser gesehen haben. So ähnlich etwa, und da sieht es eher nach Tor aus, und zwar hier. Wie auch immer, 1:1. Wenig später verletzte sich Ton, ein Muskelbündelriss im Oberschenkel, das heißt ca. 4 Wochen Pause. Dann der Halbzeitpfiff durch Schiedsrichter Assenmacher, der erst am Dienstag vom DFB für dieses Spiel benannt worden war, anstelle von Herrn Malbrandt. Die Gründe sind unklar. Die ersten 10 Minuten nach Wiederbeginn gehörten den Münchnern. Matthäus Sieger gegen Tarnat und Mehmet Scholl. Marcel Wittecek, seine einzige gute Aktion, ansonsten bei Neihüß abgemeldet. Und dann wieder Peter Kötzle. Nicht nur Torschütze, sondern auch Vorbereiter. Hannes Reinmeier, 2:1 nach einer knappen Stunde. Der gefühlvolle Pass von Kötzle und Sternkopf geht zu weit weg von Reinmeier. Wir müssen eine bessere Leistung bringen, um in Bremen bestehen zu können. Denn die unterschiedlichen Ansprüche eines Titelkandidaten und eines Aufsteigers wurden nie deutlich, im Gegenteil. Der MSV spielte zeitweise wie eine Elf aus der Vorstandsetage der Liga. Verzweiflung. 89. Minute, Westerbeck, der gute Libero, geht mit nach vorne. Kötzle, Peter Kötzle. Links steht Westerbeck und Kötzle probiert selbst. Tja, ein Tor geschossen, eins vorbereitet, das wäre es gewesen. In einer Woche 4 Punkte gegen Bremen und Bayern und der Rest der Geschichte ist bekannt. Mehmet Scholl, das 3. Heimspiel der Saison, zum 3. Mal 2:2, immer nach einer Führung. Ja, trotzdem Glückwunsch, gell? Peter Kötzle. Wie ist jetzt die Reaktion nach so einem Spiel? Eigentlich toll, aber... Genau, aber... Ich meine, die entscheidende Szene haben wir ja nicht gesehen. Das war die Riesenchance, wo ich noch gehabt habe, wo ich einen Aumann ausspiele und einen Ball zweit vorlege. Und
auf der Linie werden ein Spieler. Ob muss das 3-1 sein und dann haben wir das Spiel im Sack. Und so schieße ich zwar ein Tor, aber ich bin damit verantwortlich, dass wir nur einen Punkt geholt haben. Also so ein Spiel, wo man ein bisschen ein Kloß im Hals hat nachher, gell? Ja. Also so, es hätte so schön sein können. Wie waren die Reaktionen so der Fans nachher? Ich habe die gar nicht so mitgekriegt. Ich bin von einer Station zur anderen Fernsehstation gegangen und die wollten alle natürlich selber wissen, wie fühlt man sich nach so einem Spiel. Ich muss sagen, die Mitspieler haben super reagiert. Ich bin natürlich in die Kabine gegangen wie ein Häuflein Elend. Und die haben alle gesagt, hey, komm, scheiße, es geht weiter und am Mittwoch ist das nächste Spiel. Und es war eine gute Reaktion von der Mannschaft. Ich meine, wenn eine Mannschaft wie Duisburg jetzt so im Kommen ist, seinen Lauf hat, da will man natürlich auch was erfahren. Auch was erfahren über einen Peter Kötzle, den kennt man ja vielleicht noch gar nicht so. Und beschreib doch mal so in einer Minute oder deinen Lebenslauf, deinen sportlichen Lebenslauf. Du hast ja schon einige Stationen hinter dir. Gut, der sportliche Lebenslauf, ich habe bei Trostberg angefangen zum Spielen. Das wo ich wo? Geboren bin, ja. Ist in der Nähe von Traunstein, Rosenheim, so die Ecke. Dann bin ich zu Bayern München gegangen, habe da in der A-Jugend gespielt, habe eigentlich nicht so schlecht gespielt. Dann bin ich zu den Amateuren zu Bayern, da konnten sie mich überhaupt nicht brauchen. Und, warum? Ich hatte einen Trainer, der ist nicht auf mich gestanden. Und, ja, wer war denn der Trainer? Fritz Bischof, aber ah, ja. Gut, die Zeit ist vorbei. Hm. 18 warst du da jetzt, da war, ich dann ungefähr 18 und dann bin ich zu einem anderen Bayernliga-Club gegangen, habe eigentlich komischerweise dann Fuß gefasst, habe sehr gut gespielt, war in der Bayern-Auswahl und dann kam ein Spielervermittler, hat mir ein Angebot gebracht von der Schweiz zu Young Boys Bern. Dann hatte ich da auch eigentlich recht gut gespielt, dann hat mich der Grasshopper-Club Zürich geholt und jetzt sitze ich hier. Mhm. Jetzt sitzt er hier. Ja. Auf so einen Typen wie dich springen natürlich auch gleich die Medien so drauf. Ne? Du bist hast ein außergewöhnliches Aussehen und dann zum Beispiel liest du auch. Ja, gut. Bleiben wir mal bei dir. Du liest Bücher von Joseph Murphy zum Beispiel. Was ist das für ein Buch? Erzähl mal. Joseph Murphy hat ein Buch geschrieben, Die Macht des Unterbewusstseins. Das habe ich gekauft und das sauge ich jetzt in mich rein. Und ich finde oder ich bin überzeugt davon, dass ich viel mit meinem Unterbewusstsein machen kann und es zeigt sich auch, vor Bremen habe ich das Buch gelesen und habe mich wirklich eingeschworen auf das, vor Bayern jetzt habe ich dasselbe nochmal gemacht und es scheint zu wirken. Ja, 5-1 in Bremen sollte jeder lesen dann, der gewinnen will. Okay, ja. Aber das Buch, das handelt doch auch so vom Positivdenken, ist das richtig? Das stimmt, ja. Ja. Nun gibt's, ich kenne auch ein paar Leute, die dieses Buch lesen, so Manager lesen das ja auch. Und die laufen dann immer mit so einem Grinsen rum, ja, also oft zumindest, es gibt ja auch traurige Sachen, ist das nicht auch manchmal dann, ja, ein bisschen unrealistisch, immer positiv denken? Ja gut, ich meine, ich sage jetzt einmal, die Phasen habe ich ja auch, dass ich bin ja nicht immer glücklich, oder? Ich bin ja auch zu Hause und denke nach, oder habe einmal eine schlechte Phase und ich glaube aber, die Phasen brauche ich, um dann solche Bücher wirklich lesen zu können, um auch da wirklich das aufnehmen zu können, weil wenn es dir gut geht, dann brauche ich kein Buch über Unterbewusstsein lesen, dann ist alle Freude Eierkuchen. Eben drum, weil es mir teilweise auch nicht so gut gegangen ist, weil ich wirklich Probleme gehabt habe, den richtigen Weg zu finden, habe ich das gelesen. Du beschäftigst dich mit Psychologie und so weiter, auch kriegt man da schnell das Image, so ein intellektueller Hippie zu sein? Habe ich noch nie gehört jetzt. Ja. Nee, sicherlich fragen dann die Journalisten immer, bist du intellektuell? Dann sage ich, nee, ich bin einfach ein Mensch, der nicht durchs Leben läuft und sagt, Fußball ist alles, sondern ich befasse mich noch mit anderen Sachen. Du befasst dich auch mit anderen Sachen und sitzt nicht hier im Studio. Und ich sage, es wird alles ein bisschen zu aufgepauscht von den Medien. Ich habe das als Hobby oder ich stehe dazu und das mache ich. David Lien versucht ja auch immer so eine Euphoriebremse zu treten. Ihr habt jetzt einen super Start gehabt. Wie ist dein realistisches Ziel, euer realistisches Ziel jetzt? Ganz klar, das ist dasselbe Ziel, wo ich oder wo die Mannschaft vor der Saison gehabt hat. Wir wollen in der ersten Bundesliga bleiben und es hat sich nichts geändert. Also es ist weiterhin so, dass wir gegen den Abstieg kämpfen und so muss es jeder sehen. Also, es soll jetzt keiner sagen, wir haben jetzt da so und so viele Punkte, wir stehen jetzt, ich weiß nicht einmal, auf welchem Platz wir stehen. Das sehen wir gleich noch. Das interessiert mich gar nicht, sondern wir kämpfen gegen den Abstieg und das darf man nie vergessen.